Hey Paps, alles Gute zum Geburtstag. Statt einer Karte gibt's dies Jahr halt ein Video. Ich zeig dir ein bisschen, wo ich hier gerade so lebe. Dies zum Beispiel ist der Weg vom Camp zum Fluss. Unser Gassiweg, den gehe ich mehrfach täglich. Hier holen wir unter anderem auch per Kanister das ganze Wasser fürs Camp. Schöner kleiner Dschungelspaziergang zwischen Bananen, Kakao, Palmen und allem möglichen anderen. Mein Heim habe ich hier etwas abseits auf einem schönen schattigen Platz aufgestellt. Ich habe eine kleine Wiese davor, die Atlas sehr mag. Einen kleinen Ofen gebaut. Und eine Ecke mit ein paar Tomatenpflanzen. Auf der ganzen Farm wird neben afrikanischem Wurzelgemüse wie Maniok, Inyam, ein bisschen Reis, auch Bananen angebaut. Im Garten gibt es Tomaten und Kräuter. Und hier mal ein kleines Ananasfeld. Neben dem traditionellen Lehm-Rundhäuschen vom Eigentümer gibt es auf dem Gelände noch eine Paillotte, genannte Blockhütte auf Stelzen, als Gästehaus. Open-Air-Schwebebett und Aussicht. Von der Außenküche mit Pizzaofen, Holzlager, über den Vorplatz und Waschtisch hinein in die Unterkunft. Zur Regenzeit sitzt man hier. Küchenschrank, innovative Wasserfilter und seit neuestem Strom aus der Sonnenenergie. Da hinten dann Werkstatt und Lager. Von der Gemeinschaftshütte aus ist das der Platz, wo wir uns meist aufhalten, zum Klohäuschen. Dies ist ein Plumpsklo, afrikanisch Trockentrenntoilette. Es gibt einen Hühner- und Ziegenstall mit auch einigen Enten. Und dem typischen Sound hier auf dem Hof. Die hören nie auf.